Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Und wie ihr es unschwer schon erkennen könnt am Titel, es ist heute kein klassisches Aktienvideo. Keine Sorge, in den nächsten Tagen kommen natürlich wieder einige davon, aber heute eher behind the scenes, ein Real Talk oder auch in eigener Sache sozusagen ein Video, weil mir zwei Sachen wirklich auf dem Herzen liegen. Zum einen mal, es kamen zuletzt verständlicherweise sehr, sehr viele Fragen zu dem Thema, was ist mit Mission Money, bist du da noch, bist du da nicht mehr? Und vor allem natürlich auch von Anfang, ja, was soll das jetzt mit dem neuen Kanal. Alles völlig verständlich, deswegen will ich das heute mal ein bisschen detaillierter erklären. Das ist die erste Sache und die zweite Sache, ganz wichtig, ich will einfach mal Danke sagen. Und zunächst mal an euch, jetzt sind wir schon über 40.000 hier, also dass ihr das unterstützt, das neue Projekt, das ist erstmal mega. Also herzlichen Dank wirklich für jeden View, für jeden Kommentar, für jeden Like. Und was mir fast noch wichtiger ist, Danke zu sagen auch an die Mission Money Community. Das sind ja über 280.000 Abonnenten. Also wir haben vor über 6 Jahren oder vor knapp 6 Jahren besser gesagt angefangen. Und ja, das ist jetzt ein bisschen unglücklich gelaufen, dass es da jetzt kein Abschiedsvideo gab. Aber ist ja auch egal. Jetzt einfach an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank. Und vor allem ist mir auch ganz wichtig, Danke an die zwei Jungs, an meine zwei Jungs, an Matze und an Peter Blöd. Ihr kennt die beiden natürlich auch von der Mission Money. Also die zwei Jungs, absolute Ehrenmänner. Jetzt werden hier manche denken, oh, jetzt gibt es hier eine Videobotschaft und ist da doch was passiert, weil da natürlich jetzt einige Kommentare kamen, auch unter dem neuen Mission Money Video. Peter ist ja jetzt vor der Kamera gewesen, auch Glückwunsch, also Bombenjob gemacht. Peter, einfach Naturtalent, hat sich alles von mir abgeschaut, wenn er denn mal aufgepasst hat. Und jetzt Spaß beiseite. Also da gab es natürlich die Kommentare, gab es da Streit oder Stress? Nein, überhaupt nicht. Also es ist alles komplett in Ordnung. Wir sind nach wie vor befreundet. Ich habe auch mit beiden Kontakt. Peter hat mir erst heute Morgen noch geschrieben. Ihr wisst ja, er ist großer Tennisfan, ich auch. Haben wir uns über Nick Kyrgios ausgetauscht. Peter meinte, ja, der Lappen hat es natürlich wieder versaut, hat im Viertelfinale, glaube ich, verloren. Und gestern Abend haben wir auch schon geschrieben, Kasper Rüth, Berrettini wieder verloren. Also ihr seht, es ist alles gut. Wir sind in regem Austausch. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir vielleicht hier bald mal... einen Stammtisch oder was machen. Also wenn ihr das sehen wollt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und jetzt ist die Frage, wenn denn da alles gut ist, warum gibt es denn jetzt den eigenen Kanal? Und das ist eigentlich ganz einfach. Ja, es war ein, oder es ist besser gesagt, Mission Money ist ein Unternehmenskanal und ist nicht mein eigener Kanal. Also jetzt die Frage, warum hast du einen eigenen Kanal? Weil ich noch keinen hatte. Das ist eigentlich die ganz einfache Antwort darauf. Und wenn wir mal ein bisschen zurückspulen, also fast 6 Jahre, hatte ich gerade schon gesagt. Ich glaube, im August vor 6 Jahren, da ging es so los, quasi, dass wir ja, das Projekt entwickelt haben, dass wir mal rumgespielt haben, die ersten Videos. Damals waren wir ja noch zu viert. Damals war Timo auch noch dabei, den wir auch nochmal lieb grüßen. Also auch nochmal Danke an ihn, war ja auch ein ganz wichtiger Teil lange der Mission Money. Irgendwann haben wir dann zu dritt weitergemacht. Und auch Danke nochmal an den ehemaligen Chefredakteur von Focus Money, an Frank Pöpsel, dass der uns das damals ermöglicht hat, dass der auch an uns geglaubt hat und uns da wirklich völlig freie Hand gelassen hat. Und das ist, glaube ich, jetzt auch wichtig. Es war nicht mein Kanal und auch nicht der Kanal von anderen Jungs, sondern ein Unternehmenskanal sozusagen, der Focus Money Burda gehört. Aber trotzdem hatten wir da völlig freie Hand. Also es war unser Baby, es war quasi wie ein eigenes Startup. Aber wie das halt oft so ist, wenn dann sowas erfolgreich wird, man hängt dann trotzdem irgendwo in Unternehmensstrukturen fest und ich muss sagen, ganz offen, das ist jetzt nicht so meins. Also deswegen gibt es jetzt hier auch das neue Projekt. Also maximale Freiheit, einfach selber schnell sein, in kleinen Teams wirklich vorwärts kommen auf eigenes Risiko. Das ist, glaube ich, jetzt auch wichtig, das mal klarzustellen. Das ist jetzt nicht irgendwie hier gesponsert von irgendjemandem, weder von Focus Money oder von der Bank oder sonst was. Das ist ein komplett privates Projekt und das war mir auch ganz, ganz wichtig, dass wirklich hier, ja, wir sind jetzt hier, zwei Jungs sind noch hinter der Kamera, die werdet ihr sicherlich auch bald mal kennenlernen, also dass wir das wirklich hier komplett frei gestalten. Das habe ich ja auch im allerersten Video, was quasi auch in der Kanalbeschreibung oben ist, gesagt. Ja, mehr Motivation, mehr Geld und mehr Erfolg, sozusagen das alte Motto, wo ich ja auch mein erstes Buch quasi so danach benannt habe. Und natürlich geht es auch um mehr Geld. Das ist natürlich klar, wer will das nicht? Aber da kamen auch viele Bemerkungen nach dem Motto, oh, jetzt soll jetzt hier zweiter Kanal und sollte jetzt nur mehr Geld gemacht werden. Das war natürlich alles ein bisschen eine Konfusion. Klar, weil man sich gedacht hat, okay, der Lochner, jetzt hat er doch schon Mission Money, jetzt macht er noch einen zweiten Kanal. Also ich kann das alles verstehen, das ist alles ein bisschen konfus gewesen vielleicht. Aber wie gesagt, in erster Linie geht es natürlich erstmal um Freiheit. Und natürlich will man als Unternehmer auch Geld verdienen. Natürlich ist völlig klar, aber Leute, es ist auch mal ganz wichtig, das mal klar zu machen,
was da auch für ein Risiko drinsteckt und was da auch für Kosten drinstecken. Denn ab und zu beschweren sich ja manche auch dann, oh, hier Werbung und sonst was. Also was ich jetzt schon mal sagen muss, also allein das Studio hier, allein Miete, Fixkosten, das sind schon locker mal 4.000, 5.000 im Monat. Und allein, wenn ich jetzt selbst nur die Fixkosten rein verdienen will, dann muss ich halt auch schon ein paar Euro verdienen. Denn klar, ich zahle jetzt auch nicht zum Spaß 5.000 Euro im Monat, dass ich jetzt YouTube-Videos machen darf. Also das muss man auch mal klar machen. Und natürlich steckt hier auch noch mehr drin. Also klar, in so einem Studio sind dann schnell 30, 40, 50.000 Euro weg, wenn man das voll ausstattet. Also wie gesagt, das ist mir auch ein Herzensprojekt. Mir macht das Spaß. Und das ist halt eine Mischung aus wirklich, worauf ich Bock habe und natürlich auch ein unternehmerisches Projekt. Also ganz einfach. Und wie gesagt, da kann ich mich nur bedanken nochmal bei der Mission Money Community und natürlich auch, dass jetzt schon so viele ja, das Projekt hier unterstützen. Und jetzt will ich das auch mal nutzen für Feedback. Also was findet ihr bisher gut? Denn wir wollen uns natürlich auch weiterentwickeln. Was findet ihr vielleicht schlecht? Also ich weiß, dass ich manchmal ein bisschen schnell spreche. Ich weiß heute auch wahrscheinlich schon wieder in dem Video, aber ihr merkt, schaut, ich kann auch mal eine Pause machen, dann komme ich leider mal ein bisschen draus. Das ist das Problem. Je schneller ich rede, desto eher habe ich keinen Hänger. Das ist immer das Problem. Wenn ich langsamer rede, dann ist es tatsächlich für mich schwieriger, irgendwie so am Ball zu bleiben. Also so viel mal dazu, warum ich manchmal so ein bisschen vielleicht dann zu sehr im Flow bin. Und jetzt, ich weiß auch neulich, das Wuschgeräusch, das war ein bisschen zu laut. Das haben wir schon analysiert und ich glaube ein bisschen, oder? Haben wir schon ein bisschen runtergedreht. Also nicht, dass euch noch hier die Ohrwascheln alle rausfliegen. Genau, schreibt es einfach mal in die Kommentare, worauf ihr Bock habt, was ihr gut findet, was vielleicht Neues kommen soll. Und das ist jetzt auch so ein Punkt, das gilt natürlich. Also es soll jetzt hier nicht Mission Money 1:1 sein. Natürlich ist es ähnlich, weil der Kommentar kam natürlich auch öfter verständlicherweise so nach dem Motto, ja, das ist doch jetzt eigentlich, wo ist der Unterschied? Naja, der Unterschied ist natürlich jetzt nicht schwarz-weiß, weil natürlich die Person dieselbe ist. Das ist schon mal ganz klar. Aber es soll natürlich auch was Neues kommen. Ich habe es, glaube ich, auch in dem ersten Video schon erklärt. Also, ob das jetzt Selbstversuche sind. Wir müssen uns natürlich jetzt auch erstmal hier ein bisschen eingrooven. Man muss natürlich auch erstmal dann einmal die Stärken ausspielen oder das, was man vielleicht schon, wo man schon im Flow drin ist. Und natürlich sollen neue Sachen kommen. Also das ist ja auch Sinn des Projekts, wie gesagt, dann auch mal unterwegs sein, Vlogs machen, Selbstversuche. Jetzt nicht irgendwie Spaß und einfach Blödelei sein. Das soll natürlich dann auch im Zweifel immer einen Mehrwert bieten. Wie gesagt, Selbstversuche, wenn wir sowas machen, dann soll das auch wirklich für euch auch, dass ihr was mitnehmen könnt. Selbstversuche, Tests, wie auch immer. Also ich glaube, da kann man viel machen und da könnt ihr jetzt auch mal in die Kommentare schreiben. Vor allem auch wichtig, wollt ihr das hier auf dem Kanal sehen? Weil ich weiß, hier sind natürlich sehr viele Leute, die börseninteressiert sind. Das ist ja auch super so. Also da haben wir eine Bomben-Community hier schon wieder zusammen. Ging erst am 1. Juli los. Also da bin ich wirklich sehr stolz drauf. Und wie gesagt, ich weiß das sehr zu schätzen. Wirklich jeden Like und jeden Kommentar und jeden Abonnenten. Und versuche auch wirklich sehr viele Kommentare zu beantworten. Das mache ich dann auch selber. Also, weil manchmal denkt man ja, hier, da sitzt dann irgendwie ein Praktikant oder was. Nee, das beantworte ich schon alles selber. Das ist mir auch ganz wichtig, dass man dann auch wirklich einen Kontakt hat und nicht irgendwie nur noch vor die Kamera sich hinstellt, Knöpfchen drückt und dann tschüss, wieder heimgeht. Und also das ist dann für mich auch, hat dann auch irgendwie nichts mehr mit Social Media zu tun. Also ich will da natürlich schon möglichst viel selber machen, beim Content natürlich sowieso. Das ist ja völlig klar, obwohl hier schon ein kleines Genie, jetzt nicht, dass er sich zu viel einbildet, ich sage mal, so ein Number Cruncher sitzt, da kommt demnächst natürlich auch wieder was. Das ist was, wo ich sehr stolz drauf bin. Ich glaube, am Anfang, wir haben da schon auch am Anfang schon wirklich geile Videos gemacht mit diesen Auswertungen, wirklich so richtig schön tief rein. Das war jetzt die letzten Wochen, das haben wir jetzt nicht gemacht, weil wir jetzt auch kein Overkill wollten, aber ich glaube, das hat euch auch gefallen. Das Feedback war mega, das wollen wir jetzt natürlich auch bald wieder weitermachen. Also wie gesagt, einfach nur mal her mit eurem Feedback und wie gesagt, wir wollen da breiter gehen und jetzt die Frage, jetzt habe ich mich schon wieder verheddert, verquatscht. Wollt ihr auch auf diesem Kanal mal breiter andere Sachen oder was wir jetzt eher überlegen, ob man dann vielleicht einen zweiten Kanal macht, dass man das einfach besser trennt. Denn es ist halt bei YouTube immer ein bisschen schwierig, wenn ich einen Kanal habe und natürlich schon starker Teil der Zielgruppe dann einfach Börsencontent erwartet, dann einfach, wenn jedes Video jetzt ein bisschen unterschiedlich ist, das ist dann ein bisschen schwierig. Also das, glaube ich, ist dann vielleicht sinnvoller, wenn man das einfach ein bisschen teilt, wenn man sagt, okay, der klassische Content, wie ihr ihn, glaube ich, auch mögt, dass man das einfach beibehält und dann vielleicht, wenn man einfach mal gewisse Sachen ein bisschen mehr will, ein bisschen andere Sachen, vielleicht eher diese Erfolgsthematik und Motivationsthematik, dass man das vielleicht dann nochmal ein bisschen ausgliedert sozusagen, dass dann jeder einfach sich aussuchen kann. Der eine abonniert, sei mal, den klassischen Mario Lochner Börsencontent und die, die mehr wollen noch, die vielleicht auch meine Bücher gelesen haben, die sagen dann, okay, geil, finde ich auch cool, wenn da vielleicht noch mehr kommt. Genau, das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, sonst habe ich jetzt noch was vergessen, Jungs? Hier die zwei, die
zwei Kettenhunde müssen aufpassen, dass ich hier nicht zu sehr ausarte. Genau, also ich glaube, es ist alles gesagt, es ist alles gut. Und sorry nochmal, es tut mir leid, es war zuletzt vielleicht alles ein bisschen konfus. Es ist auch alles natürlich in Deutschland nicht so einfach mit Bürokratie und Co. Also wenn zuletzt auch, können wir auch mal erzählen, Podcast wichtig. Da haben wir schon mal vorgenommen, eine Podcast-Folge mal zu machen über die Sparkasse und alles Co. deutsche Bürokratie. Podcast kommt bald, versprochen. Freut mich sehr, dass da so viele Fragen dazu kamen. Also kommt versprochen, safe noch im September. Und ja, vielleicht können wir da auch da mal mit ein paar Talk-Formaten oder wie gesagt, können wir uns auch ausprobieren. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da irgendwelche Wünsche habt. Genau, jetzt glaube ich, habe ich soweit alles gesagt. Und genau, sorry nochmal, dass das vielleicht in den letzten Wochen alles ein bisschen konfus war. Und deswegen glaube ich, ist dieses Video jetzt immer gut gewesen, alles ein bisschen einfach mal zu erklären. Und dafür ist dann manchmal im Briefing hinten natürlich ein bisschen Platz, aber da geht es dann vielleicht auch unter. Deswegen war mir das jetzt wichtig, dass das Video wirklich ganz klar darauf fokussiert ist. Erstens zu erklären und zweitens nochmal danke und auch sorry ein bisschen für die Konfusion zu sagen. Also danke an alle, ja, die Mission Money unterstützt haben von Anfang an. Die ganz alten Hasen können sich nur erinnern, wie das damals begonnen hat. Und danke an alle, die jetzt auch hier das neue Projekt unterstützen. Und Matze, Peter, euch natürlich nochmal ganz besonderen Dank. Danke, ich bin jetzt raus und ja, das ist vielleicht noch schon mal ein Teaser. Das neue Studio hier, wir wollen ja auch was ausprobieren und ich kann schon mal verraten, wir haben ein sehr, sehr cooles Video mit einem gewissen Andreas Beck abgedreht. Den kennt vielleicht der ein oder andere. Also da freue ich mich schon richtig drauf, wenn das online kommt. Erstens thematisch und auch optisch, also da könnt ihr schon mal sehr gespannt sein. Danke euch allen, wir sehen uns sehr bald wieder beim nächsten Video und wenn ihr das nicht verpassen wollt, unbedingt, ihr wisst schon, den Kanal abonnieren. Ich bin jetzt raus, danke euch, ciao.